Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Link's Crossbow Training. Es geht wieder weiter im letzten Part. Sind wir richtig geil an Level 8 gescheitert. Ihr erinnert euch vielleicht, da haben wir vom hohen Ross auf Zielscheiben geschossen, gegen Wölfe gekämpft und gegen die Nimbus Garde am Ende. Ja, das hatte richtig Laune gemacht. Das war toll. Ja. Wir versuchen es mal in dieser Folge ein bisschen besser zu machen. Ich denke, wir werden hier vielleicht... Ja, das Level noch ein bisschen öfter spielen. Könnte ich mir vorstellen. Ist nämlich ein richtig schönes, bescheidenes Level. So. Ja, ihr merkt das schon. Hier oben sollte man wirklich eigentlich mit dem Zielfernrohr treffen. Weil die so... geil zu treffen sind. Aber das war schon mal ein ganz guter Start, sag ich mal. Kann man machen. So, ich glaube, hier oben kam auch einer. Ja. Okay, 15 Multiplikator, das ist gut. Jo, da freut man sich doch, oder? Bei diesem Game. Ach, Mann. Ja, eigentlich müsste ich auch wieder sagen, hier ist weniger mehr. Und mich einfach mal ein bisschen konzentrieren. Wow. Ist besser als vorher, aber das ist keine überwältigende Leistung, muss ich sagen. Damit bin ich nicht zufrieden. Gar nicht zufrieden sogar. So, an der Bergruine, Leute. Let's go. Diese komischen Schneewölfe könnten mein Nemesis bedeuten. So, jetzt kommen die da oben den Berg runtergerannt. Und weichen auch raus. Habt ihr das gesehen? Diese kleinen... Ich will sie ja gar nicht als bösartig bezeichnen. Aber die sind schon super nervig. So, 20.000. Geht auf jeden Fall ganz gut klar bis jetzt. Mit 30.000 lässt sich auch arbeiten. 34.000. Ja, in der letzten Runde kriege ich halt nie so gute Punkte zusammen. Ich muss in den ersten beiden Runden liefern. Das ist ein richtig Shit-Level, ganz ehrlich. Ich kriege keine 40.000 Punkte zusammen, da bin ich mir relativ sicher. Es sei denn... Minus. Ich mache den wirklich so schnell... Aber das wage ich zu bezweifeln. Komm her. Los. Okay, nochmal. Wo ist er? Jetzt komm her! 30.000. Ich brauche 40, ne? Okay, es war nicht schlecht. Wir haben uns überall gut verbessert. Wir müssen halt in der ersten Runde besser abschneiden und in der zweiten ist was auch noch möglich. In der dritten Runde wirklich einfach draufballern. Also ihr habt gesehen, das geht in der dritten Runde eigentlich ganz gut. Wenn ich mir Mühe gebe. Super ärgerlich. Erste Runde ist halt eklig. Erste Runde muss mindestens eine 10 dastehen. Mindestens. Ja. Es fängt auch wieder richtig gut an hier. Wahnsinn. Wahnsinn.
So, zack. 1500. Ja, ich habe einen schönen Multiplikator, sag mal so. Damit lässt sich was machen. So, jetzt kommt hier oben gleich was, gell? Okay, ja. Kann man machen. Jetzt hier nochmal ein bisschen konzentrieren. Und dann geht's eigentlich. 1, 2, 3. Verdammt, das geht doch nicht. Wir haben uns verbessert. Wenn wir uns jetzt in der zweiten Runde auch noch verbessern und die dritte Runde machen wie eben, dann bin ich prinzipiell überzeugt davon, dass wir es schaffen können. Shit, ey. Okay. Jo. Bitte mehr. So läuft der Trubel. Weiter so. Das Schöne ist, die greifen mich wirklich nur an, wenn ich sie angucke, ne? Weiter so, komm. Ja, ja. Sehr gut, Leute. Das läuft. Jetzt nochmal so eine Runde wie eben. Und wir haben's. Ah, ob ich das schaffe? Ich hoffe's. So, los, mach hinne. Und weiter. So, greif an, los. Keine Zeit verschwenden. Jo. Und weiter. Nein. Okay, geil. Reicht's? Das reicht, das reicht. War zwar schlechter, aber es reicht. Und diesen Anblick, dieses Intro, das lasse ich auch noch drin. Oder das Outro, was auch immer. Was auch immer. So. Tschüss. Das haben wir uns verdient. Bisschen schlechter, aber die anderen Runden waren alle viel besser. Damit haben wir unsere 80.000 und ich habe Platin. Ich bin zufrieden. So, Leute, dann geht es jetzt auch schon ins Finale. Das heißt, das ist heute auch der letzte Part. Gehe ich mal von aus. Es kommt halt drauf an, wie wir jetzt abschneiden in den letzten Leveln. Wir haben halt Hinterhalt am Bauernhof, Widerstand im Heiligen Hain und Abrechnung mit Skeletthorn. Ah ja, das war hier. Ah, Horror-Kit. Das ist richtig scheiße hier, das Level. Da erinnere ich mich dran. Gegen den Bossfight. Aber wenn wir den anderen Punkten richtig gut abschneiden, in den anderen Runden, dann sehe ich da kein Problem mit. So mega lustig einfach. Nein, ich habe daneben geschossen. Habt ihr das gerade gemerkt? Ich habe gerade voll daneben geschossen. Nein, das lief echt gut.
So. Ah. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt nicht daneben geschossen. Ich habe jetzt gerade wieder daneben geschossen. Ich hatte jetzt schon krasse Punkte, ey. Also richtig krasse. Was passiert denn da? Nein. Ja, ja, gut. Da lässt sich mit arbeiten. Hätten aber auch 50.000 oder 60.000 Punkte sein können. Also ganz ehrlich, wenn ich da mich ein bisschen besser konzentriert hätte, das wäre wirklich viel, viel besser geworden. Okay, zweite Runde. Widerstand am Heiligen Hain. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das war. Das kommt jetzt halt so ein bisschen drauf an. Okay. Zwei Schüsse. Zwei Schüsse. Eins, zwei. Eins, zwei. Dü-dü-dü. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins. Oder so ähnlich. Nein! Bewegt euch nicht. Ja, ich glaube, das wird nichts. Eins. Na, nein, nein, nein. Okay, ja, das, nee. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht dran. Wir müssten 26.000 Punkte schaffen. Ich weiß nicht. Müssen wir sehen. Da müssen wir jetzt sehen. Also ich hätte gesagt, wir machen auf jeden Fall volle Bulle auf, Geschwindigkeit. Wir versuchen den so schnell wie möglich zu töten. Dann könnte es was werden. Dass wir halt diesen Multiplikator von der Zeit bekommen, von der Restzeit. Aber ich glaube, andersweitig bekomme ich da nicht die Punktzahl zusammen. Muss ich halt jetzt wirklich gucken. Ich weiß ja leider nicht mal, was seine Schwachstellen sind. Ah ja, okay. I see. Man hat auch echt viel Zeit, muss man sagen. So. Okay, gute erste Runde. Ich glaube, das müssen wir dreimal wiederholen. Okay. Das geht auf jeden Fall besser. Hallo. Dü, dü. Dü, 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 dü. Oh ja, okay. Wunderbar. Boah, ich krieg da keinen guten Multiplikator hin, glaube ich. Dü. Ja, doch, doch, doch. Nice. 31.000? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das noch auf die Ketten kriegen. Was? Hä, da kann man ja doch ganz gute Punkte machen. Haben wir doch, oder? Haben wir doch auch Platin. Hier, Leute, damit ist das Projekt vorbei. Damit haben wir es geschafft. Richtig? Jo. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass wir das jetzt so auf die Ketten kriegen. Ja, Leute, dann haben wir es damit auch schon... Platin, ne? Ja. Haben wir damit das Projekt auch schon durchgespielt. Also ihr seht, tolles Spiel, geht schnell durchzuspielen, aber es macht halt auch im Nachhinein wirklich noch viel Spaß zu zocken.
Gerade wenn man halt den Multiplayer-Modus zockt. Hier sind jetzt unsere besten Ergebnisse. Da kann man sich halt auch gegenseitig immer wieder so ein bisschen, ich sag mal, aufgeilen, dass man jemand anderes einen besseren Highscore macht als der andere. Das ist halt wirklich schon cool. Ich habe hier schon viele Stunden rein investiert in das Game. Habe da oft auch mit meinem Vater zusammen gespielt oder mit meiner Frau. Macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Beste Ergebnisse. Datei löschen, das wollen wir jetzt nicht. Aber ja, man kann hier quasi auch im Hauptmenü dann auswählen, dass man eben den Mehrspieler macht. Oder man macht eben nur eine Übung und zockt einfach mal einzelne Level, die man vielleicht nicht so gut kann, um besser zu werden. Das alles ist hier in dem Game möglich. Ich würde euch gerne ein paar Credits zeigen, aber ich glaube, die gibt es hier gar nicht. Leider. Hätte ich ganz cool gefunden, wenn jetzt hier irgendwie noch so die Möglichkeit gewesen wäre, ein paar Credits durchspielen zu lassen. Aber ja, dann war es das auch schon mit diesem Projekt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken und kommentieren. Part ist ein bisschen kürzer geworden heute, aber das ist halt so. Was soll ich euch jetzt noch zeigen? Wir sehen uns dann in einem neuen Projekt wieder. Das wird wirklich sehr, sehr speziell und spektakulär werden. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Schaltet da auf jeden Fall ein übermorgen. Das wird ein richtig cooles Projekt werden. Vielleicht habe ich auch schon einen Trailer veröffentlicht. Ich weiß noch nicht genau. Maybe. Müsst ihr mal gucken. Auf jeden Fall, da kommt was ganz Großes und Cooles auf uns zu. Und das hat auch was mit meiner Website zu tun. Da müsst ihr, könnt ihr auch nochmal drauf gucken, um euch ein bisschen besser zu informieren. Und ja, das ist der Plan. Ich bedanke mich fürs Zusehen, dass ihr bei diesem wundertollen, schönen Projekt mit dabei wart. Und wir sehen uns in dem nächsten Projekt wieder. Das war's von mir, euer Zelda-Junge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.